Mit ein paar kleinen Stellschrauben kannst du direkt attraktiver wirken. Und welche diese Stellschrauben sind, das erfährst du jetzt. Oftmals sind es die kleinen Stellschrauben, die einen Amateur von einem Profi unterscheiden. Und genau diese kleinen Dinge, über die spreche ich heute, denn ich möchte, dass du noch attraktiver wirst. Ich weiß, du bist schon ein attraktiver Mann, aber was macht einen attraktiven Mann noch attraktiver? Über die Dinge spreche ich heute in diesem Video. Tipp Nummer 1. Weniger ist mehr, gerade wenn es um das Thema Farbe geht, und zwar monochrome Outfits. Hört sich erstmal vielleicht ein bisschen langweilig an, ist es aber gar nicht. Denn monochrome Outfits wirken wirklich super elegant, gerade wenn du zum Beispiel ein komplett schwarzes Outfit trägst und ein komplett dunkelblaues Outfit, wie ich jetzt hier zum Beispiel. Solche Outfits wirken wirklich sehr elegant und weniger ist an dieser Stelle hier tatsächlich mehr. Und das Weniger ist hier auf die Farbe bezogen, denn Ton-in-Ton-Outfits lassen sich einfach stilvoll und smart wirken. Ich meine, das kannst du natürlich jetzt nicht mit einem Orange oder Grün oder Rot machen, ja, das wird dann ein bisschen zu übertrieben. Aber wenn du gedeckte Farben nimmst, wie zum Beispiel ein Dunkelgrau, ein Schwarz oder hier das Dunkelblau, dann wirkt das wirklich richtig gut. Ein kleiner Tipp noch an dieser Stelle, wenn du unterschiedliche Stoffe wählst bei den Kleidungsstücken, dann heben die Kleidungsstücke sich auch nochmal voneinander ab, was an dieser Stelle auch ganz cool rüberkommen kann. Fazit, solche Outfits sind super einfach zu kombinieren und ich liebe solche Outfits, weil die wirklich super einfach sind und die wirken nachher wirklich super schön und elegant und haben eine richtig coole und smarte Wirkung. Brauchen wir nicht drüber diskutieren, niemand hat Bock zu bügeln. Aber bügeln ist wirklich sehr wichtig, gerade dann, wenn du zum Beispiel Hemden tragen möchtest oder wenn du feine Baumwoll-T-Shirts trägst, da sieht man das einfach, den Unterschied, ob du ein gebügeltes Hemd anhast oder ein ungebügeltes Hemd. Außerdem ist es so, wenn man sich die Klamotte bügelt, egal ob es jetzt ein Poloshirt ist, ein feines Baumwoll-T-Shirt oder ein Hemd, Kleidung passt sich einfach besser deinem Körper an, die fällt schöner und am Ende des Tages sieht es einfach auch gepflegter aus. Das zeigt, dass der Mann ordentlich und gepflegt ist und dementsprechend hast du so eine gute Wirkung. Punkt Nummer 3, saubere Schuhe. Erstmal schöne Grüße an den professionellsten und besten Schuhputzer Deutschlands. Mein Papa ist da wirklich eine Macht drin und Leute, ich kann euch sagen, Schuhe putzen ist einfach ein Muss. Gerade wenn man einfach ein schönes, elegantes Outfit trägt, dann müssen einfach die Schuhe sauber sein. Punkt. Mein Tipp, wenn ihr merkt, dass die Schuhe irgendwie dreckig werden, dann versucht die am besten direkt sauber zu machen. Also gewöhnt euch einfach an, dass ihr grundsätzlich immer saubere Schuhe tragt und wenn ihr die einfach immer sauber haltet, ja, dann werden sie auch kaum dreckig. Also ich habe zum Beispiel jetzt vor ein paar Tagen diese Schuhe hier angehabt, die ich gerade anhabe, ist ein bisschen dreckig geworden. Ich mache sie gleich direkt sauber, damit ich wirklich immer schöne und saubere Schuhe habe, weil es ist auch so ein Gefühl, ja, es ist so ein Gefühl, was man einfach auch hat, wenn man einfach dreckige Schuhe hat, dann fühlt man sich irgendwie nicht so wohl. Bei mir ist es zumindest so und ich kann dir nur empfehlen, das auch wirklich beizubehalten, einfach die Schuhe sauber zu halten. Wie du weiße Schuhe bzw. weiße Sneaker am besten sauber bekommst, dazu habe ich ein extra Video gemacht. Schau dir das am besten mal an. Unter den Infocards habe ich dir das verlinkt. Mensch, Jung, steck doch endlich mal dein Hemd oder dein T-Shirt in die Hose. Genau das hat meine Mutter mir damals immer als kleiner Junge gesagt. Und Leute, das ist auch wohl die schnellste und effektivste Möglichkeit, dein Outfit direkt besser und attraktiver wirken zu lassen. Denn das Hemd in die Hose stecken dauert ungefähr 10 Sekunden und dein Outfit wirkt dadurch einfach wesentlich attraktiver. Dieser Trick funktioniert natürlich nicht mit allen Materialien und auch nicht mit allen Outfits. Aber wenn du zum Beispiel so eine feine Stoffhose trägst, dann funktioniert das ganz gut. Wenn du jetzt irgendwelche Baggy Pants trägst mit einem fetten Hoodie, das funktioniert natürlich nicht. Aber ich denke mal, das sollte euch klar sein. Heißt, das Ganze muss natürlich schon zum Look her irgendwie passen. Und positiver Nebeneffekt für die etwas kleiner geratenen Männer. Du siehst einfach auch direkt größer aus, weil deine Beine länger wirken, weil du die Hose, das T-Shirt in der Hose hast. So rum. Wenn du übrigens weitere grundlegende Guidelines haben möchtest zum Thema Outfits und Styling, dann check mal den Men's Style Guide aus. Ist unten in der Infobox verlinkt und mit dem Gutscheincode DanielKortel20 bekommst du 20% Rabatt auf dieses E-Book, welches du dir direkt auf dein Handy runterladen kannst. Fünftens, eine gute Haltung. Ich weiß, mittlerweile arbeiten natürlich viele Leute am Laptop und sitzen natürlich oft vorm Bildschirm und das kann dazu führen, dass deine Haltung einfach nicht mehr vernünftig und gerade ist. Aber man unterschätzt das wirklich total, was eine gerade und aufrechte Körperhaltung ausmacht, wenn du zum Beispiel jemanden zum ersten Mal begegnest. Denn eine gerade Körperhaltung ist einfach das A und O. Lässt sich A attraktiver wirken und B natürlich auch wesentlich selbstbewusster, wenn du nämlich mit breiter Brust vorantrittst oder wenn du zum Beispiel so ein bisschen eingefallen umherläufst, das ist einfach ein riesengroßer Unterschied. Stehst du nämlich aufrecht, veränderst du in Sekunden dein Auftreten und deine Haltung und wirkst dementsprechend somit direkt attraktiver. Und
größer. Machen wir weiter mit Punkt Nummer 6 und zwar einer Stoffhose. Eine Stoffhose ist wesentlich eleganter und wesentlich stylischer als zum Beispiel so eine ganz normale Blue Jeans. Und so eine Stoffhose ist auch ein totaler Allrounder, die kannst du perfekt zu jeglichem Anlass anziehen, wie zum Beispiel zu einem Date, zur Arbeit oder auch grundsätzlich in der Freizeit. So eine Stoffhose kannst du auch perfekt kombinieren mit einem Poloshirt oder einem Freizeithemd oder auch ein ganz normales Bomber-T-Shirt, funktioniert mit einer Stoffhose sehr gut und das Outfit wirkt somit wesentlich eleganter. Und wenn du keine Stoffhose im Kleiderschrank hast, mein Freund, da muss ich dir leider widersprechen, du hast eine Stoffhose im Kleiderschrank, denn du hast sicherlich einen Anzug im Kleiderschrank hängen und eine Anzugshose ist meistens eine Stoffhose, die sollte dir auch grundsätzlich immer perfekt passen und genau diese Stoffhose kannst du zum Beispiel dann auch einfach im Alter kombinieren mit anderen Kleidungsstücken, dann hast du direkt eine Stoffhose im Kleiderschrank, die du immer verwenden kannst für coole, elegante Outfits. Und so eine Stoffhose soll natürlich auch so gut sitzen, damit man keinen Gürtel braucht, also bei den meisten Anzugshosen ist es ja sowieso so, dass die Anzugshosen perfekt passen, da braucht man eigentlich keinen Gürtel, von daher ist es wirklich eine gute Option. So mein Freund, ich hoffe, du konntest aus dem Video ein bisschen was mitnehmen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ich euch da draußen mit meinen Videos ein bisschen weiterhelfen kann. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wundervollen und stylischen, attraktiven, coolen Tag.